Morgen Leute, grüß euch zurück zu We Play Old School, wieder mit mir Max Holz am Start und hier gibt's eine brandaktuelle News zu GTA Online, auch sehr wichtig, lag mir am Herzen, die euch mitzuteilen. Ja, nach dem GTA 5 Title Update, was ja unter anderem das Problem mit den aus der Garage verschwindenden Autos gelöst hatte und dem letzten GTA Online Update, wodurch zum Beispiel der Bug von zerstörten Story-Modus Spielständen behoben wurde, kam jetzt vor wenigen Stunden ein weiteres sehr wichtiges Update für GTA Online raus. Bei diesem brandneuen Update soll nun endlich das Problem von gelöschten GTA Online Charakteren behoben worden sein. Mir ist das vor ein paar Tagen auch passiert, mir wurde da ein Level 3 Charakter gelöscht, was jetzt nicht sonderlich schlimm war, aber trotzdem hatte mich das schon vom Spielen abgehalten, vom ernsthaften Weiterspielen, ja. Und anhand von euren wütenden Comments hier auf YouTube, ich zeige jetzt mal ein paar, ich blende mal ein paar ein, und der GTA Community im Netz bin ich da scheinbar nicht der Einzige, der den Bug am eigenen Leib spüren musste. God fucking shit! Cut! 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 Rockstar erklärt hier, dass es trotz Update noch zu kleinen Problemen kommen kann. Zum Beispiel, wenn ihr ein Auto kauft und das dann nicht gespeichert wird, wenn es einen Fehler mit der Cloud gibt, beziehungsweise wenn die Cloud mal wieder offline ist. An diesem speziellen Fehler wird aber ebenfalls gearbeitet und von daher ist für die kommenden Tage noch ein weiteres GTA Online Update geplant. Hier mal alle Probleme, die das aktuelle GTA Online Update beheben soll. Löschen des Charakters oder Spielfortschritts. Unendliche Ladezeiten und fehlende Anzeigen. Das Fehlen der Wiederholenfunktion bei manchen Missionen. In Los Santos Customs eingesperrte Spieler. Den Verlust von Waffen und Munition. Das Enden von Rennen, weil Spieler zu weit weg spawnen. Hängenbleiben in der Lobby und Netzwerkprobleme. Weiterhin wurden noch Hinweise hinzugefügt, die euch anzeigen, dass ihr einen temporären GTA Online Charakter verwendet, wenn die Rockstar Cloud Server offline sind und eine geänderte Geldstrafe, wenn ihr beim Einer gegen einen Match getötet wurdet. Zuletzt entschuldigt sich Rockstar noch für die gerade genannten Probleme und rät euch immer, euer Spiel zu speichern, bevor ihr GTA Online verlasst, da ihr sonst alle bis zu dem Zeitpunkt erreichten Fortschritte verlieren könnt. Auch sollt ihr, wenn die Rockstar Cloud Server nicht erreichbar sind, auf keinen Fall die Neuversuchen-Option auswählen oder einen temporären Charakter zum Zocken erstellen. Stattdessen wechselt einfach in den GTA 5 Story-Modus und versucht von dort aus erneut zu GTA Online zu wechseln. Ja, in dem Sinne wünsche ich euch jetzt viel Spaß beim GTA Online Zocken und das Ganze ab jetzt hoffentlich ohne gelöschte Charaktere. Wir sehen uns beim nächsten Video, würde ich sagen. Ihr haut rein und ich bin raus.